Gut, aber ich begrüße auf jeden Fall dann schon mal an dieser Stelle ganz herzlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer heute zu unserem weiteren Webinar in unseren Corona-Classes. Das ist mittlerweile jetzt das fünfte Webinar, glaube ich, was wir anbieten, ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil eben ja, die Krise uns alle sehr überraschend erwischt hat und viele Informationen am Anfang eben sehr unstrukturiert und unklar vorlagen, und wir versuchen jetzt eben die Hilfsangebote, die vielen Informationsangebote, die es gibt, ein bisschen für Unternehmer, kleine Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler zu sortieren. Und genau, heute mit dem sehr wichtigen Thema, wie man Liquiditätshilfen in Form von Krediten beantragen kann. Das ist sicherlich auch ein Thema, was vielen unter den Nägeln brennt, und vielen herzlichen Dank da an die Nassauische Sparkasse, die hier in Wiesbaden ja allen bekannt ist, und allen, denke ich, im Rhein-Main-Gebiet, für viele auch schon eine Hausbank. Und wir hoffen, dass wir da heute ein bisschen Überblick reinbringen können, wie das mit dem ganzen Kreditprogramm sowohl über die Hausbank als auch eben über die staatlichen oder die über die staatlichen Bundesbanken, also die KfW oder eben die hessische Landesbanken, die WIBank, in dem Fall funktioniert. So, jetzt kurz die Frage an den Dominik. Kommst du noch rein oder machst du gerade Folien? Ich bin drin, aber still. Ach, drin, aber still. Okay. Hallo Dominik. Der Geist aus dem Hintergrund. Hallo Thomas Vogt und Lilian Donhauser, willkommen. Genau, kurz am Anfang eine kleine Einleitung. Mein Name ist Christian Janisch. Ich bin hier beim Heimathafen zuständig für das Thema Altes Gericht, jetzt seit Mitte März. Und versuche da zusammen mit Dominik Hofmann das alte Gericht, was im nächsten Jahr starten soll, als vergrößerter Heimathafen möglich zu machen. Und bin jetzt tatsächlich mit Tag 1 aber mehr mit Corona und den ganzen Hilfsangeboten für die Community beschäftigt, was aber auch sehr viel Spaß macht. Und dann ganz herzlich willkommen an Lilia und Thomas, ist richtig? Ja. Genau, von der Nachbar. Lilia, du hast das Wort und du darfst dich gerne auch kurz nochmal selbst vorstellen. Ja, ich würde das Wort gerne auch an den Thomas übergeben. Sag aber erstmal zwei Sätze zu mir. Wir hatten uns bereits der Gründerszene ja vor Jahren schon geöffnet und gesagt, okay, wir würden das gerne speziell hier in Wiesbaden gerne unterstützen und auch da im Austausch leben und einfach auch mal prüfen, was braucht die Szene, wie können wir da aktiv unterstützen. Und daher kennen mich auch viele auch von Gründerfrühstück oder Gründerberichten. Und deswegen auch das Angebot vom Dominik. Vielen Dank nochmal. Heute nochmal zwei, drei Sätze. Wahrscheinlich wird es länger. Nochmal zu den aktuellen Themen zu stellen. Und ja, ich bin in Wiesbaden hier für die Gründer und die Gewerbekunden zuständig bei der Hessischen Sparkasse und begleite sie seit 10 Jahren operativ. Ja, danke, Lilia. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, den Dominik und dir, Christian, zu danken für dieses Format, was ihr seit letzter Woche jetzt aufgesetzt habt. Ich halte es für eine sehr wichtige Vorgehensweise, um auf dieser sehr pragmatischen Art und Weise Fragen zu beantworten. Gerne auch detailliert dann im Nachgang. Das ist überhaupt keine Frage. Wir beide stehen dann im Nachgang auch gerne nochmal per E-Mail oder Telefon zur Verfügung. Aber Dominik, Christian, vielen Dank. Tolles Format. Finde ich klasse, dass ihr das ins Leben gerufen habt. Gerne, vielen Dank auch an euch, dass ihr ja, ein Stück weit auch den Mut habt, euch in so einem Format auch den Fragen zu stellen. Ich meine, es geht ja heiß her im Moment, und die Unternehmer sind ja mitunter auch, wir sind alle sehr angespannt, weil natürlich auch viel dranhängt. Insofern es ist toll, eben auch mal wirklich so eine Fragerunde zu haben, wo man eben auch mal alles loswerden kann. Das hilft, glaube ich, sehr, und ich glaube, es ist eben gerade im Moment wichtig, auch wenn sicherlich heute auch wie in allen Webinaren noch nicht alle Fragen genau beantwortet werden können, weil das eben der Krise geschuldet ist, dass viele Hilfsprogramme von staatlicher Seite eben mit heiser Nadel gestrickt sind. Das ist nicht schlimm, aber Hauptsache, man kann sich eben vorbereiten, alle Informationen aufsammeln, und wenn es dann eben zu beispielsweise einem Banktermin kommt, ist man eben auch besser vorbereitet. Deswegen vielen Dank dafür, dass ihr auch im Moment noch in dieser Situation, wo vielleicht ihr auch noch nicht alle Fragen beantworten könnt, ihr trotzdem nach vorne geht. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wir machen Ja, es wieder klar. so wie bei den letzten Malen. Fragen können gerne von allen Teilnehmern über die F- und A-Funktion, die ihr am unteren Bildschirm findet, gestellt werden. Die Fragen können einfach zu jeder Zeit schriftlich dann eingereicht werden. Ich sortiere das ein bisschen vor
und wir stellen dann die Fragen hier nochmal euch beiden und dann können wir eben, wenn es passt, auf die einzelnen Fragen eingehen. Das heißt, ihr macht einfach eure Folien durch und ich kümmere mich um den Rest. Und wie gesagt, Fragenfeuer frei. Bitte traut euch ruhig. Ihr könnt auch Fragen anonym stellen, wenn euch das lieber ist. Da gibt es eine Funktion. Das ist also auch kein Problem, gerade wenn es um sensiblere Informationen gehen sollte. Und dann, genau, legen wir los. Hier nochmal kurz die Agenda. Wie gesagt, Fragen gerne zwischendurch. Und wie sieht es aus? Wie könnt ihr Unternehmen oder Selbstständigen derzeit helfen? Welche Angebote sind da gerade aktuell am Markt? Von den Angeboten würde ich erstmal mal noch ein Stück zurückschrecken. Es geht eigentlich in erster Linie um die Förderinstitute. Ich glaube, das ist ganz wichtig für viele, erstmal zu wissen, welche Banken gibt es denn überhaupt? Wir haben ja jetzt am Freitag und am Montag von IHK gehört, es gibt ja dieses Zuschussthema, es gibt ganz klare Stellen, wo ich das abrufen kann. Es gibt aber auch natürlich Banken, sprich es gibt eine Hausbank, es gibt aber Förderkreditinstitute. Wir unterscheiden hier in dem Moment von Bürgschaftsbanken. Es gibt die in Rheinland-Pfalz. Das sagen wir jetzt einfach nur rein informatorisch, weil hier natürlich auch die Nähe da ist. Wir wenden uns immer aber an die hessische Bürgschaftsbank, die vor Ort für uns auch hier in Wiesbaden direkter Ansprechpartner ist. Es gibt die KfW, sprich die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Es gibt die Investition- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, auch wieder wegen der Nachbarschaft, nochmal kurz so als vollständigkeitshalber. Dann gibt es die landwirtschaftliche Rentenbank. Ganz wichtig für die Kunden, insbesondere im Rheingau, für die Winzer. Mhm. Ergänzt mich, wenn. Ja. Ja. Für die Winzer, sprich Weingartenbau, Agrar- und Ernährungswirtschaft. Also das ist jetzt auch nochmal eine Förderbank, wo wir auch zurückgreifen für unsere Kunden aus der Region. Und die WIBank, Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. Das sind erstmal mal im Groben die Kreditinstitute, auf die wir ja auch zurückgreifen, wo wir verschiedene Förderinstrumente im Moment haben, nachdem wir schauen und überprüfen, wo passt es denn, wo können wir das für den Kunden, den aktuellen Bedarf auch platzieren. Das heißt, als Kunde wende ich mich gar nicht an die KfW, wenn ich einen Kredit möchte, oder an die WIBank, da kann ich den Kredit auch letzten Endes gar nicht bekommen, sondern ich muss immer über meine Hausbank gehen. Fast. Also ich habe da jetzt nochmal auf der zweiten Folie nochmal ergänzt, beziehungsweise für jeden versucht, übersichtlich zu machen, wo kann ich selbst tätig werden, beziehungsweise wo bin ich an die Bank gebunden. Und bei der Bürgschaftsbank ist das so, ich habe zwei Wege. Ich kann über die Hausbank das Ganze steuern. Ich kann aber auch direkt mich an die Bürgschaftsbank wenden. Okay. Das ist dann der sogenannte BOB-Antrag, Bürgschaft ohne Bank. Man kann sich die Unterlagen runterladen, ausfüllen, direkt. Früher hat man noch ein Gespräch geführt. Heute wird das ein bisschen alles schneller, digitaler. Und bei der ISB gibt es auch die Möglichkeit, die WIBank. Es gibt da diesen Gründerkredit, Mikrodarlehen bis 30.000. Also da will ich jetzt nicht in die Details gehen, sondern das ist zum Beispiel ein Produkt, da braucht man keine Hausbank dafür. Das geht direkt mit dem Gründer und der WIBank, unterstützen manchmal auch durch die IHK-Berater, aber ansonsten brauche ich dafür niemanden. Das ist aber ein Produkt, das wurde jetzt im Rahmen der Förderprogramme nicht verändert. Das bleibt so, wie es ist. Das ist ein Darlehen bis 30.000 mit einem Zinssatz von 6%. Das hat aber auch Felix Pohl jetzt auch, glaube ich, am Freitag nochmal kurz erläutert. Das hat jetzt nichts mit Corona-Thematik zu tun, aber das ist auch ein Programmpunkt. Die KfW geht nur über die Hausbank und Rentenbank, landwirtschaftliche Bank auch nur über die Hausbank und bei der WI-Bank, wie gesagt, gibt es verschiedene, je nach Programm kann es dann verschieden dann über die Hausbank platziert werden oder direkt zu dem Gründer auch. Das heißt, ich kann generell alle Programme über die Hausbank beantragen. Ich kann aber nicht alle Kredite, nicht alle Programme über die Förderbanken direkt beantragen. Doch. Ja. Dabei wäre wichtig, es ist jetzt natürlich ganz schwierig für uns, klar, weil so viele Anfragen da sind. Nichtsdestotrotz ist das manchmal
wichtiger, erstmal mal gesprochen zu haben, damit man nicht einfach nur 5 Banken anfragt und sich überall irgendwelche Unterlagen runterlädt und versucht, Formulare auszufüllen, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal mal eine Struktur zu bringen. Wo stehe ich? Was brauche ich? Wie sinnvoll ist der oder der Weg? Und daher bleibt das, also die Hausbank hat hier aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Funktion, Beratungsfunktion. Das können wir jetzt nicht sofort immer leisten, aber wir sind sehr bemüht. Wir sind auch, wie die IHK auch, wir haben auch unsere Öffnungszeiten, telefonische, sonstige Präsenz. Wir sind für die Kunden da und versuchen, alle Anfragen auch natürlich erstmal entgegenzunehmen, ein Gespräch zu finden, mal Unterlagen sofort einzufordern, dass wir einen Überblick haben und wissen, wo stehen wir, wo brennt es jetzt am meisten. Und das kann ich nur jedem auch weitergeben und sagen, bitte, bitte mit der Hausbank Gespräch führen und alles, die weiteren Schritte dann auch dann abklären. Gibt es denn Förderprogramme? Also ich fasse nochmal kurz zusammen, weil hier nochmal ein Einwand oder eine kurze Nachfrage kam, das ist vielleicht noch nicht ganz so klar verständlich war. Also was läuft über die Hausbank? Aber du hast ja auch immer einen kleinen Daumen dran gemacht. Eigentlich kann alles über die Hausbank von diesen Förderprogrammen beantragt werden. Man könnte bei einzelnen Programmen auch direkt über die Förderinstitute gehen, aber es ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, weil dann muss ich natürlich jedes Förderinstitut abklappern und selbst entscheiden, welches Programm ist denn da für mich sinnvoll. Und ihr habt halt direkt den Überblick, welche Förderprogramme in Summe vielleicht in der Gänze kommen oder vielleicht auch welche Bankeigenen. Für uns ist das wichtig, im ersten Schritt erstmal zu ermitteln, wo liegt denn der Bedarf, was brauchen wir, wie hoch ist die Summe, die wir brauchen, weil wir klappern ja nicht alle Banken, alle Förderinstitute ja ab und sagen, okay, wir hätten das, aber vielleicht ist der Bedarf zwischen das und diesem, sondern es muss ganz klar erstmal mal ermittelt werden und dafür sind wir ja da mit dem Kunden, das erstmal mal zu generieren, zu sagen, wo stehen wir, was brauchen wir und dann geht unsere Arbeit tatsächlich los, wo wir sagen, okay, aus meiner Sicht können wir das bei der KfW oder bei der WI-Bank am besten platzieren. Und dann schauen wir, welche Voraussetzungen oder was müssen wir noch an Unterlagen haben. Im Groben ist es eigentlich überall dasselbe, dass wir sagen, diese Grundausstattung, sage ich mal, an Unterlagen muss vorhanden sein, damit wir erstmal im ersten Schritt für uns eine Prüfung vornehmen können, wenn das erledigt ist. Geht es dann den nächsten Schritt in die Umsetzung? Wo platzieren wir es dann? Okay. Gibt es denn Programme, die Förderinstitute, die ihr nicht angebunden habt, die ihr nicht abdecken könnt? Größere, ja. Bekanntere? Eigentlich nicht. Keine bekannt. Nein, gibt es auch keine. Jetzt kommt hier schon die Rückfrage, ob immer zunächst ein Kredit beantragt werden muss, bevor eine Soforthilfe gewährt werden kann. Ich würde die Frage nochmal zurückstellen. Die ist auch ein bisschen zweigeteilt, weil die betrifft vor allen Dingen ja die Soforthilfen, ob eben hier ein Kredit beantragt werden muss. Das ist bei den Soforthilfen auch noch nicht ganz geklärt. Das, wie gesagt, ist eher eine Frage, die die Soforthilfen betrifft und das würde ich dann morgen in dem Webinar mit Felix Pohl nochmal aufgreifen, ob die Politik da mittlerweile Klarheit geschaffen hat, wie mit Kreditlinien bei Liquiditätsengpässen umgegangen werden muss, ob das vorrangig ausgereizt werden muss oder nicht. Grundsätzlich gab es ja eine Aussage auch vom Felix, man kann verschiedene Dinge kombinieren. Also das ist ja jetzt nicht bezogen auf Zuschuss. Von den Förderprogrammen kann man ja mehrere Sachen und man darf auch natürlich jetzt nicht sich überfinanzieren, sonstiges. Aber das wurde auch gestern nochmal mal erläutert, glaube ich. Das ist alles soweit klar. Ja. Es wird gerade mal gefragt, wie ist der Stand heute? Da gibt es aktuell noch nichts. Ich habe noch keinen neuen Stand heute da irgendwie gehört, ob sich das verändert hat. Wir auch nicht. Genau, die Stellungnahme, wie mit Kreditlinien und Soforthilfen umgegangen werden muss. Aber trotzdem ist es gut, sich zu informieren über die Soforthilfen, über die Kreditprogramme. Genau, ich mache mal eine Folie weiter, glaube ich, ne? Genau. Zu den aktuellen Bedingungen wäre es mir wichtig, ich würde mich jetzt nur auf die wichtigsten Programme vielleicht konzentrieren, weil, wie gesagt, was jetzt Rheinland-Pfalz betrifft, wenn das jetzt Kunden gibt, dann besprechen wir das auch gerne. Wir wenden uns auch an die ISB oder an die zuständigen Ansprechpartner, regeln das für den Kunden. Aber jetzt aktuell würde ich mich tatsächlich nur auf die drei
Produkte in dem Sinne kurz das vierte nochmal kurz anreißen. Das Wichtigste wäre jetzt aus meiner Sicht die zwei Liquiditätsprogramme der KfW. Wir haben einmal einen Unternehmerkredit, das ist ein altes Programm, jetzt nur neu aufgelegt, so eine Art Refresh für Corona. Mit, ich würde jetzt auch die Programmnummer gar nicht nennen, das ist, glaube ich, alles ein bisschen überflüssig. Es geht nur darum, dass man das Verständnis bekommt, wer kann oder wer, wen betrifft das oder für wen kommt das in Frage. Das eine wäre jetzt der Unternehmerkredit, wie gesagt, für Unternehmen, die länger als 5 Jahre auf dem Markt sind. Das andere ist unser altbekannter Gründerkredit für Unternehmen bis 5 Jahre am Markt, aber mit 2 vollständigen Jahresabschlüssen. Und da weiß jeder schon, dass meine Lieblingszielgruppe, die Gründer und Startups, da wahrscheinlich nicht wirklich reinpassen. Aber auch für die gibt es aktuell noch keine Lösung. Ich hatte gestern noch mal mit der KfW gesprochen. Das ist bewusst, das wissen wir oder das weiß man, dass der Stand im Moment unglücklich ist. Aber man kann im Moment nicht alle Zielgruppen sofort bedienen. Man hat jetzt die Solo-Selbstständigen, die Freiberufler so ein bisschen im Fokus, die Unternehmer oder die etablierten Unternehmen hier in diesen 2 Programmen. Und alles Weitere wird folgen. Da macht man sich Gedanken, aber heute noch nichts, was man da tatsächlich den Gründern mitgeben kann. Also wichtig vielleicht nochmal, es auch nochmal klar zu machen, weil das hier Info ist. Erstes Programm, das Unternehmen ist länger als 5 Jahre am Markt. Zweites Programm, das Unternehmen ist weniger als 5 Jahre am Markt, hat aber 2 vollständige Jahresabschlüsse. Für diese beiden Segmente gibt es aktuell ein KfW-Programm. Okay, das war sehr verständlich. Das sind die KfW-Programme. Genau, für beide Programme gibt es eine Haftungsfreistellung für die Hausbank in Höhe von 90%. Da gibt es kursiert noch eine Aussage von 80%, betrifft aber größere Unternehmen. Ich denke, für uns ist das jetzt nicht relevant. Also größere Unternehmen, ich sage nochmal mal, bis 250 Mitarbeiter, bis 50 Millionen Umsatz und bis 43 Millionen Jahresbilanzsumme. Das sind diese Unternehmen, wo wir sagen, das sind die kleinen mittelständischen, wo auch eine 90-prozentige Haftungsfreistellung erfolgt. Alles okay. Weitere dann die 80. Aber ich denke, da passen wir jetzt mit den 90% mit wahrscheinlich fast allen Kunden auch jetzt rein. Genau, ich denke, alle Teilnehmer, die sind hier unter 250 Mitarbeitern oder 250 Millionen Bilanzsumme, sagt ihr, glaube ich. Ne? Also, wenn da jetzt noch mehr Bedarf ist, Informationen können wir gerne, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns erstmal mal auf das Gewerbegeschäft oder auch das Firmengeschäft, was wir hier vor Ort platzieren. An der Stelle würden wir jetzt gerne anführen, welche Unterlagen sind für diese beiden Programme notwendig? Nochmal vielleicht ganz grundlegend zum Verständnis vorneweg. Also das heißt, ich beantrage eigentlich bei 2 Unternehmen, bei 2 Banken einen Kredit. Bei meiner Hausbank mit 10% der Summe und mit 90% zum Beispiel bei der KfW-Bank. Und die Hausbank ist dann... Du beantragst bei deiner Hausbank einen Kredit über 100%. Und wir refinanzieren uns zu 90% bei der KfW, das ist jetzt Bankerdeutsch, und 10% ins eigene Obligo. Aber wir legen 100% raus, deswegen sind wir auch zu 100% der Ansprechpartner. Okay, aber wenn jetzt was schief geht, der Kredit kann nicht mehr zurückgezahlt werden, dann übernimmt 90% des Kreditausfalls die KfW und 10% bleibt aber noch bei der Hausbank hängen, weshalb natürlich die Hausbank wahrscheinlich immer noch für eine Kreditprüfung zuständig ist und die auch durchführt. Das heißt, ihr als Bank müsst auch, wenn es dann eben nur in Anführungsstriche um 10% der Kreditsumme geht, genau prüfen, besteht eine Chance auf Rückzahlung dieses Kredites und ihr werdet da wahrscheinlich auch entsprechend für dann unter Umständen Bürgschaften einfordern und müssen und habt dann natürlich auch wahrscheinlich das ganze Antragswesen, was eben ja aufgrund von Vorgaben auch, Risikomanagementvorgaben durch die Politik euch als Bank aufgegeben worden ist. Ist das richtig? Das ist der Grund, weswegen ich eben jetzt mal auf die Unterlagen wollte, weil sich das daraus genau herleitet.
Lilia, wenn du da kurz noch was zu sagst. Genau, weil wir prüfen ja 100% und müssen auf 100% tatsächlich diese Haftung, die geht für uns nicht um 10, sondern wir sind für die 100% verantwortlich. Okay. Ich glaube, da können wir für alle Kreditinstitute sprechen, weil wir versuchen ja heute mal einen allgemeinen Umriss für alles zu geben. Für einen Kunden, der jetzt den Jahresabschluss 2019 schon hat, wäre super. Wenn nicht, dann würde der Jahresabschluss 2018 ausreichen. Die BWA aus Dezember 2019 mit Summen- und Saldenlisten, das sind diese Anlagen, wo man auch die einzelnen Konten nochmal erkennen kann und wie die Bewegungen waren. Wenn die Kunden das beim Steuerberater anfragen, oft wird dann Begriff SUSA fällt dann, das ist dasselbe. Also Summen- und Saldenliste ist nur abgekürzt. Ansonsten, also ich wiederhole nochmal, Jahresabschluss 2018 und Summen- und Saldenliste und BWA von Dezember 2019. Genau, BWA mit Summen- und Saldenliste, genau. Liquiditätsplan 2020. Also das ist wichtig, um einfach zu erkennen, wo ist jetzt tatsächlich der Bedarf? Sprich, da sollen auch die Kontokorrentlinien, die vorhanden, auch erscheinen. Also es ist nicht die Umsatz- und Ertragsplanung, sondern eine Liquiditätsplanung. Weil wir sprechen hier von der Liquiditätshilfe, die die KfW zur Verfügung oder in diesem Programm den Kunden zur Verfügung stellt. Wir hatten das jetzt an verschiedenen Stellen, die Liquiditätsplanung. Mir soll einfach mal auf 12 Monate zeigen, was sind meine Geldausgänge, was sind meine Geldeingänge über die nächsten 12 Monate auf dem Konto, in der Kasse und was ist vielleicht dann das Minus, das Delta, was ich unten habe, was mir in der Kasse fehlt, wenn ich alle Einnahmen gegen die Ausgaben gerechnet habe über die verschiedenen Monate. Das müsste ich euch dann, das ist das, was ihr als Liquiditätsplanung bezeichnet. Hier ist aber dann auch zum Beispiel zu berücksichtigen so Themen wie Kurzarbeitergeld, Steuerstundung, mögliche vorzeitige Rückzahlung, mögliche Aussetzung von Vorauszahlungen und diese Dinge. Mhm. Das muss ich dann eben auch aufgrund jetzt der Krise in den Liquiditätsplanung realistisch darstellen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Bank eine Tilgungsaussetzung gewährt bekommen habe, was wir zum Beispiel für unsere Kunden direkt am Anfang als erste Soforthilfe angeboten hatten, muss er das natürlich, die Tilgung setzt irgendwann ja wieder ein. Und das muss er dann in seinem Plan ja wieder berücksichtigen. Auch alle Steuerstundung oder Verschiebungen, die fallen irgendwann ja wieder an. Und das sollte dann auch in dem Liquiditätsplan ersichtlich sein. Ihr hattet letzte Woche schon so einen Liquiditätsplan von euch selbst, vom Heimathafen schon mal rumgeschickt. Das hatte ich mir angeschaut, das ist eigentlich sehr, sehr einfach, sehr übersichtlich, aber genau darum geht es. Das muss auch für einen verständlich sein, was schreibe ich denn da rein oder wie ist die Aussagekraft von so einem Plan. Mhm. Daher würde ich das auch weiter empfehlen und die das noch nicht haben, können das bestimmt bei euch nochmal runterladen oder ihr könnt das direkt in den Chat vielleicht nochmal reinstellen. Das machen wir sofort. Es gab ja auch schon die Rückfrage, gibt es Vorlagen für die Ermittlung des Liquiditätsbedarfs seitens der NASPA? Also wir haben es ist wirklich einfach, das Excel-Dokument, das ist einfach in allen Zeilen die Ein- und Ausnahmen und rechts dann in so einer Journalform in den Spalten auf die Tage die Ausgabe gebucht. Das stellen wir gerne nochmal zur Verfügung. Das ist einfach, aber es erfüllt seinen Zweck und es ist auch meine Erfahrung als Unternehmer, zeigt mir das immer relativ schwierig gewesen, vom Steuerberater eine Liquiditätsplanung zu bekommen, wenn man den fragt. Der will dann erstmal sehr viel Geld dafür und Kapitalflussrechnungen machen und im Prinzip ist das dann eine Kanone, um auf den Spatz zu schießen. Man muss einfach als Unternehmer selbst einen ganz guten Überblick haben, wann sind welche Aus- und Eingänge an Geld geplant, weil wir verlinken das nochmal. Dazu ganz kurz, Dominik hier vom Heimathafen, schalte mich aus dem Off ein. Eine Frage, die dazu passend reinkam. Wie soll man denn in Zeiten von Corona einen vorausschauenden Liquiditätsplan erstellen? Soll man auf die normalen Umstände sich beziehen oder inwiefern soll man das auf Corona-Umsatzerwartung oder Einnahmeplanung anpassen? Also im Endeffekt geht es darum, auf der einen Seite, auf der Ausgabenseite zu berücksichtigen, die Themen, die jetzt aus Corona entstehen, das habe ich eben schon gesagt. Und dann geht es darauf, was bedeutet das im Moment? Welche Ausgaben habe ich trotz Corona? Das könnten Mieten sein oder andere Themen. Und dann darauf abgezielt, dass man sagt, wie könnte denn die Entwicklung wieder nach Corona sein? Also das ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, im Moment habe ich Ausgaben, habe
im Worst-Case-Fall keine Einnahmen mehr, habe aber Ausgaben für, wie gesagt, Mieten oder andere Themen. Daraus könnte ja dann ein Liquiditätsbedarf entstehen. Deswegen auch offene Kreditlinien und ähnliche Dinge bitte mit berücksichtigen. Uns ist das bewusst, dass es schwierig ist, dass dafür gibt es auch keinen Plan, da gibt es auch keine Richtung, wo wir sagen können, machen Sie das so oder machen Sie es anders. Es gibt ja für jede Branche auch gewisse Besonderheiten. Wenn jetzt in der Gastro seit dem 18. zum Beispiel oder im Einzelhandel die Läden zu sind, dann ist das ganz klar, da habe ich nur noch Kosten, da kann ich, es sei denn, ich bin online gut vernetzt und habe darüber jetzt meine Umsätze generiert. Und wenn jetzt der Unternehmer unterstellt, dass ab Juni beispielsweise eher mit einem leichten Anstieg oder dass dann eine Lockerung stattfindet, rechnet, dann nehmen wir das so hin, weil was anderes haben wir nicht. Wir haben auch keine Lösung, wann es besser oder anders wird. Das ist leider eine Unsicherheit, mit der wir alle im Moment leben, leben müssen, ja, aber dann muss man natürlich Annahmen treffen und vielleicht auch ein bisschen großzügiger planen. Wie ist das, wenn ich jetzt eine großzügige Kreditlinie beantrage, als ich vielleicht später brauche? Für was muss ich denn zahlen? Also wenn ich jetzt vorsichtig bin und sage, ich gehe mal davon aus, die Krise dauert bis September ist mein Laden zu, die Miete läuft weiter. Jetzt geht es ab Juni wieder weiter. Macht es dann vielleicht Sinn, eine größere Kreditlinie zu beantragen und lieber großzügig zu rechnen? Und ändert das die Kosten oder kostet mich der Kredit nur das, was ich später tatsächlich auch abrufe an Geld? Also jetzt bleiben wir mal bei dem Thema KfW, damit hatten wir ja begonnen. Mhm. Die Höhe des KfW-Kredites orientiert sich natürlich dann am Liquiditätsplan, weil aus dem Liquiditätsplan ergibt sich das Delta, welches benötigt wird. Ein KfW-Kredit kann bis zur Auszahlung kostenfrei zurückgezahlt werden. Wenn er einmal ausgezahlt ist, er hat die Laufzeit von 5 Jahren, kann er nur noch gegen Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden. Das heißt, in der Zeit, wo mir die Zusage vorliegt, habe ich 6 Monate, also beispielsweise am 30.04. sagt die KfW oder es hat soweit alles funktioniert und ich habe meine Zusage erhalten. Ab von diesem Termin habe ich 6 Monate Zeit, diese Summe, die ich beantragt hatte, abzurufen. Das ist die sogenannte Abruffrist. Und das ist kostenfrei. Wie oft ich da abrufe, da gibt es natürlich Mindestsummen. Aber in diesen 6 Monaten kann ich einfach meine Summe in mehreren Schritten abrufen. Wenn ich jetzt letzte Tranche habe, wo ich sage, okay, hat sich wieder wirklich ganz toll alles eingependelt, ich brauche das nicht. Und ich bin noch in diesen 6 Monaten, kann ich auf diese Restsumme verzichten. Das wäre kostenfrei. Ich habe natürlich noch längere Abrufzeit, nur die würde dann nach 6 Monaten irgendwann auch Geld kosten. Das sogenannte Nichtabnahme oder dieses Vorfälligkeit, wie auch immer, dann Bereitstellungszinsen. Da sind ganz viele Begriffe dafür, aber das wären dann die Bereitstellungszinsen, die dann anfallen. Deswegen würde ich sagen, also aus meiner Sicht, wer heute, wenn jemand so einen Kredit, so eine Liquiditätshilfe beantragt, der braucht auch das Geld jetzt wirklich die Zeit und dann kann man sofort auch überprüfen, habe ich jetzt zu viel geordert, aber ich glaube in der heutigen Zeit zu viel. Wenn man sich jetzt die Bedingungen anschaut und die Liquidität entstanden ist, dann muss man prüfen, ansonsten gibt es ja noch weitere Möglichkeiten. Okay. Wir waren jetzt bei den KfW-Krediten. Wir steigen jetzt einfach da. KfW sind wir durch mit den beiden Programmen. Ich würde jetzt auf den weiteren Anbieter gehen. Ich würde kurz nur zu den KfW, Thomas hat das schon gesagt, wir haben ja 5-jährige Laufzeit, 1 Jahr tilgungsfrei. Wir haben aber auch noch eine zweite Variante, die wir auch anbieten können. Das wäre das, dieses 2 Jahre endfällig. Endfällig heißt, ich zahle die Summe zum Schluss. Das muss von Bonität beziehungsweise von vielen Dingen ist das dann abhängig, von der Branche unterm Strich vielleicht noch. Deswegen, ich würde empfehlen, lieber mal sich dieses Modell mit 5 Jahren anzuschauen, weil auch das ist ja dann schon sportlich, wenn man das erste Jahr tilgungsfrei hatte und dann in 4 Jahren die komplette Summe zurückzahlen muss. Ja. Aber das sind Modalitäten, die muss man dann im Einzelfall sich nochmal anschauen. Aber diese 2 Varianten gibt es auf jeden Fall. Die sollten wir wissen.
Und zweitens gibt es da noch so eine, die Kredithöhe, von der wir jetzt gesprochen haben, das ist ja jetzt erstmal mal nichts, wo ich sagen kann, bei dem einen sind das 10% vom Umsatz, bei dem anderen sind das 30%, sondern es gibt ganz klare Vorgaben der KfW, wo man sagt, 25% von dem Umsatz im Jahr 2019 beziehungsweise doppelte Personalkosten oder der Liquiditätsbedarf, den ich ermittelt habe, für die nächsten 12 Monate oder 18 Monate für die kleinen und mittelständischen. Und da sollte man die Werte für sich auch mal im Blick haben und nochmal überprüfen, wie hoch war denn mein Umsatz? Weil oft wird das ein bisschen verwechselt mit, ich beantrage Gelder für den entgangenen Umsatz oder für den entgangenen Gewinn, der mir jetzt in den Monaten irgendwie wegbricht, sondern es geht hier um die Liquidität, um die Spitze, um tatsächlich diese Thematik, die wir jetzt auf dem Markt da draußen haben in der Wirtschaft, die wollen wir im Moment aufgreifen und den Unternehmern, oder dafür ist das ja auch gedacht. Also die KfW hat diese Programme speziell dafür aufgelegt, um Liquiditätshilfen zu gewährleisten, nichts anderes. Und deswegen auch der Liquiditätsplan, wo wir gesagt haben, das brauchen wir ja für die als Unterlage. Und was noch ganz gut oder wichtig wäre, wie ist das Unternehmen? So eine kurze Erläuterung, wie betrifft mich das? Was habe ich bisher schon gemacht? Kurzarbeit haben wir angesprochen, dann eventuell Steuerstundung, Tilgungsaussetzung, die von meinem Kreditinstitut mir gewährt wurden, von der Bausparkasse beispielsweise oder von den Leasinggesellschaften. Das sind ja vielerlei Dinge, die im Moment angeboten werden. Alle ziehen ein Stück, habe ich das Gefühl, ja doch nach ein paar Tagen Starre jetzt auch mal an und sagen, okay, das können wir den Kunden anbieten, bitte geben Sie das an die Kunden weiter. Und daher all das sollte man natürlich A, in dem Liquiditätsplan berücksichtigen und B, auch nochmal mal schriftlich darlegen, dass man sagt, okay, ich habe meine 5 Mitarbeiter, sind ein Teil im Urlaub jetzt, weil wir einfach davon ausgehen, dass es vielleicht ab Mai wieder losgeht und ich meine Mitarbeiter nicht verlieren möchte oder ganz andere Beweggründe noch damit habe. All das sollte man schreiben und vielleicht nochmal ganz gut aus meiner Sicht, was habe ich als Unternehmer vielleicht noch in dieser Situation an Dingen auf den Weg gebracht? Habe ich unter Umständen vielleicht einen Teil meines Gehalts verzichtet oder habe noch eine Privateinlage geleistet? Das wäre ganz gut, um das Ganze ein bisschen auch rund zu machen. Nicht nur für uns natürlich, weil klar, es sind Fremdmittel, es sind Fremdkapital und man muss sehr, sehr gut sich heute überlegen, wie viel nehme ich heute auf, weil ich muss das ja auch in einem Jahr wieder zurückzahlen. Und das ist meistens, wenn ich meine Planung aufstelle, gar nicht mal eine so geringe Summe. Und alles, was ich heute noch parallel selbst als Unternehmer einbringen kann, reduziert meinen Bedarf und macht mir die Zukunft ein bisschen leichter. Aber wie leicht, beziehungsweise ich kann ja unter Umständen ja noch mal eine zweite Tranche irgendwann oder einen zweiten Antrag stellen, wenn sich die Situation auf dem Markt nicht verbessert hat oder noch drastischer geworden ist. Weil die Programme sind ja nicht bis 30.04. limitiert, sondern die gelten ja bei meisten noch bis Ende des Jahres. Okay, danke für die Klarstellung. Ja, das muss man genau planen. Das kommt uns zurück wie der Bumerang, wenn man jetzt Dinge schiebt. Nochmal hier dazu einige Fragen zu den Liquiditätsplanung. Vielen Dank an Peter, der im Chat auch einen sehr guten Hinweis nochmal gegeben hat auf ein Download bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu einer Liquiditätsplanung, die das auch nochmal ganz einfach zeigt. Das hat er um 3.28 Uhr hier im Chat gepostet. Den Link zu unserer kleinen Excel-Tabelle, der das auch so ein bisschen aufgreift, den haben wir euch auch gerade nochmal gepostet. Den Liquiditätsplan, diese einfache Übersicht der KfW, können wir auch nur wirklich gut empfehlen. Das ist sehr einfach und sehr übersichtlich. Ich glaube, für die ersten Schritte ist das sehr hilfreich. Da muss man auch nicht sofort auf den Steuerberater zurückgreifen, wie Christian schon gesagt hat. Es gibt aber auch noch sehr ausführliche Liquiditätsplanung. Die könnten wir im Nachgang auch zur Verfügung stellen, wenn Bedarf da ist, aber die ist dann ein bisschen umfangreicher. Also da bitte nur kurze Info, ansonsten mail's dann später nochmal nach. Okay, super. Gutes Angebot. Gut, wir haben schon relativ viele Fragen. Ich
Es passt jetzt nicht so direkt, dass man sofort stellen könnte. Ich würde sagen, wir machen erst noch mal weiter in der Agenda von euch und stellen die Fragen, dann beantworten die Fragen alle im Nachhinein am Stück dann. Ich denke, vieles wird sich beantworten noch. Genau, ja. Zwei Sätze zu der Bürgschaftsbank nochmal sagen, weil da gab es auch ein recht schnell und sehr positives Angebot. Das magst du nochmal zwei Sätze, dann sage ich zu der Willi-Bank. Also bei der Bürgschaftsbank, die Liga hat es ja eingangs schon erwähnt, es gibt zum einen das Modell der Bürgschaft ohne Bank. Das heißt also, der Unternehmer kann direkt zur Bürgschaftsbank gehen, dort eine Bürgschaft beantragen, kann dann mit der Bürgschaft zu seiner Hausbank idealerweise gehen und dann den Kreditprozess entsprechend in Gang treten, oder aber er kommt direkt zu seiner Hausbank und wir würden dann als Hausbank die Bürgschaft beantragen. Bei der Bürgschaftsbank gilt Ähnliches wie bei der KfW. Im Endeffekt ist wichtig, ein Jahresabschluss idealerweise aus 2018 beziehungsweise 2019. Wenn der 2019er nicht vorliegt, dann eine adäquate betriebswirtschaftliche Auswertung mit der entsprechenden Summen-Saldenliste. Das ist identisch mit der KfW und auch hier wieder eine angemessene Liquiditätsplanung. Ich sage mal, entsprechende Vordrucke. Links wurden eben bereits erwähnt. Wir können auch gerne noch einen nachreichen. Bei der Bürgschaftsbank gibt es gegenüber der KfW einen Vorteil. Der Vorteil bezieht sich auf die Laufzeit. Bei der Bürgschaftsbank kann die Laufzeit bis zu 8 Jahren betragen. Wir haben eben gehört, bei der KfW sind es 2 oder 5 Jahre. Auch bei der Bürgschaftsbank kann das erste Jahr tilgungsfrei sein. Wenn man sich jetzt mal die Liquiditätsplanung vor Augen hält, ist natürlich eine Ausdehnung der Laufzeit liquiditätsschonend. Wir alle wissen nicht, wann nach Corona sein wird. Wir alle wissen nicht, wie dann der Markt wieder auf ein Angebot reagiert, wie dann der individuelle Unternehmer davon profitiert oder immer noch betroffen ist. Weswegen natürlich eine Ausweitung einer Laufzeit liquiditätsschonender ist. Dazu raten wir beide immer, ist dann aber ein Thema, was man mit seiner Hausbank besprechen sollte. Lilia hat es ja auch hier eingangs schon gesagt, das Gespräch ersetzt keine Dokumentation in keinem Netz. Ich rate oder wir raten immer, ein Gespräch zu führen mit seiner Hausbank. Das zum Thema der Bürgschaftsbank. Ergänzend dazu, es gibt tatsächlich sogar noch so eine Expressbürgschaft, die gab es auch vorher schon, nur jetzt ist das sehr beschleunigt. Das heißt, ich kann da auch schon vorab, wenn ich Unterlagen eingereicht habe, auch eine Zusage innerhalb von wenigen Tagen erreichen. Und das sind für mich auch ganz, ganz wichtige Aspekte in heutigen Zeiten, wo ich dem Kunden auch schnell natürlich eine Aussage mit ihm treffen möchte. Geht das in diesem Programm? Wie können wir es darstellen? Wie kriegen wir deine Liquidität gut wieder in den Griff? Und deswegen da kurze Wege mit der Wirtschaftsbank empfinden wir im Moment als sehr, sehr fördernd für die schwierige Zeit. Ja. Die E-Bank hatte ich auch schon mal kurz angerissen. Das ist jetzt ein Programm, das seit letzten Donnerstag aktiv in der Vermarktung oder in der Öffentlichkeit ist. Da hatten wir jetzt noch wenig Austausch oder wenig Berührungspunkte, was jetzt aber nicht heißt, dass das jetzt für uns noch sehr, sehr unklar ist, sondern es ist auch tatsächlich eine Liquiditätshilfe, Liquiditätskredit zwischen 5.000 und 200.000 Euro. Wir als Bank müssen auch ein Stück da nochmal die Abwicklung, die Antragstellung, aber auch noch ein bisschen Obligo, sprich mindestens 20% übernehmen von der Antragshöhe, und es ist ein Nachrangdarlehen. Wie die genau ausgestattet, die Details kennen wir noch nicht. Deswegen auch da, wir sind im Moment noch alle im Prozess, was jetzt aber nicht dramatisch ist. Wir prüfen das für den Kunden jeweils, wenn es in Frage kommt, und klären das mit WI-Bank. Mein Ticket ist bei denen schon platziert für die Details, damit ich weiß, für welche Kunden kommt das in Frage und welche nicht. Wenn Bedarf da ist oder wenn wir dann mehr Infos haben, würden wir die gerne natürlich mit allen teilen, aber das ist so der aktuelle Stand, den wir auch gerne weitergeben. Somit haben wir 2 KfW-Programme, sprich je nach Gründungsdauer oder je nach Möglichkeit, wie lange bin ich am Markt. Dann haben wir die Bürgschaftsbank vor Ort, dann haben wir die WI-Bank
Und das sind so für mich die wichtigsten. Grundsätzlich gibt es ja natürlich auch weiterhin die eigene Hausbank. Also es hat ja keiner gesagt, dass da keine Wege gibt, dass es jetzt nur noch Corona-Kredite gibt. Aber auch da muss man, wie gesagt, sehr, sehr eng mit der Hausbank im Austausch sein, um einfacher zu prüfen, wie, was hilft jetzt aktuell. Und da findet man bestimmt eine Lösung. Okay. Das wäre es jetzt so grob zu den Programmen oder zu den aktuellen Details. Was uns nochmal wichtig war, den Hinweis natürlich, wir prüfen ja die Kapitaldienstfähigkeit, die Umsetzungsmöglichkeit. Wir prüfen ja nicht die 10% oder 20% von dem Antrag, sondern die 100%. Aber das hatten wir ja schon mal erläutert. Und deswegen auf der letzten, genau da unten, diese Kreditprogramme sind keine Zuschüsse. Das war jetzt eine ganz, ganz wichtige Botschaft nochmal von mir. Damit wir, ich würde mal anders ausdrücken, würden wir diese Summe im Jahr 2019, im Dezember, dem Kunden genauso gut zur Verfügung stellen können? Gibt das Geschäftsmodell zu diesem Zeitpunkt diese oder berechtigt es die Kreditvergabe oder hätten wir das da auch schon gemacht? Und da müssen wir tatsächlich prüfen und auch sagen, lagen da irgendwelche Stundungen, von denen wir schon wussten, Covenant-Brüche oder sonstige negative Auswirkungen, die Kreditvergabe da zu dem Zeitpunkt auch schon zu erschwerten Bedingungen. Ja, und deswegen, das muss man alles prüfen, weil das ist unsere Aufgabe. Wir können uns da jetzt nicht herausziehen und sagen, die KfW hat uns die Programme zur Verfügung gestellt und da können wir jetzt einfach den Kunden die Gelder weiterleiten, sondern da haben wir eine ganz wichtige Aufgabe und die müssen wir genauso wichtig wahrnehmen und die machen wir auch. Und es ist im Moment sehr aufwendig in der Beratung, aber auch natürlich in der Prüfung. Nur dafür sind wir da, das machen wir. Uns ist bewusst, dass alle im Moment auf Hochtouren arbeiten, aber da möchten wir ein Stück auch um Verständnis bitten, wenn nicht sofort jeder Antrag klar ist, sondern da ist auch Austausch mit dem Kunden, mit dem Gründer oder auch mit dem Steuerberater, dass man auch mal prüft, haben wir das richtig verstanden, ist, wie haben Sie das jetzt gemeint? Deswegen ist es ein sehr, sehr lebender Prozess, was Unterlagen, was die Antragstellung, aber auch natürlich die einzelnen Themen betrifft. Das heißt, es geht im Prinzip darum, das wurde mir erst eigentlich auch sehr spät klar als Unternehmer, naja, die Banken sind eben auch in der Verpflichtung, man nennt sich ja so schön, das glaube ich Basel, ne, Basel 3, dass ihr einfach sehr stark auch verpflichtet seid, von der Politik zu prüfen, ist Geld, was wir rausgeben als Bank, besteht da eben die Möglichkeit, dass das Geld wieder zurückkommt. Das heißt, ihr könnt über diese ganzen Prozesse, über diese Formvorschriften auch im Moment in der Krise nicht wirklich hinweggehen. Und deswegen dauert es eben alles auch manchmal ein bisschen länger, als man sich das vielleicht wünscht. Und selbst die Politik denkt sich mittlerweile, naja, jetzt haben wir die ganzen Vorschriften für die Banken erlassen, jetzt wollen wir schnell Geld ausschütten in der Krise, aber können das gar nicht, weil wir eben so strenge Kreditprüfungsvorgaben haben. Kann man das so zusammenfassen? Im Wesentlichen kann man das so zusammenfassen, ja. Das trifft es besser. Okay. Das heißt aber auch, ihr müsst euch ein wirklich gutes Bild von den Unternehmen verschaffen. Es geht da um Vertrauen, es geht auch um Verstehen des Geschäftsmodells. Und was ihr eben auch nochmal gesagt habt, das auch nochmal, und ich glaube, das zieht sich auch durch alle Programme, die im Moment von staatlicher Seite aufgelegt werden oder auch bei Gesetzesveränderungen sieht man das, bei der Anpassung des Insolvenzgesetzes. Unternehmen, denen es schon im letzten Jahr im Dezember nicht gut ging, die profitieren im Moment weder von Soforthilfen noch beispielsweise von Erleichterungen beim Insolvenzgesetz und von den Krediten im Prinzip auch nicht. Das heißt, ich musste schon im Dezember ein Unternehmen haben, was noch funktioniert hat, wo ich nicht schon Rechnungen geschoben habe, die ich nicht bezahlen konnte, sonst wird es auch mit den Krediten schwierig. Ja, das ist richtig. Okay. Und da sind wir wieder beim Thema Hausbank, weil nur die Hausbank hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch einen Einblick und kann auch recht schnell da natürlich jetzt auch die Aussage treffen, ja, machen wir nicht. Weil wenn ich jetzt keinen Bezug zum Kunden habe, ist das für mich enormer Aufwand, da tatsächlich die Historie aufzubauen oder sonstige Dinge, mir hier den Überblick zu verschaffen. Daher, es ist nicht nur eine Floskel, wenden Sie sich bitte an Ihre Hausbank, sondern es hat
schon mehr Substanz dahinter. Was mache ich denn jetzt, wenn ich vielleicht bei einer Direktbank bin oder wenn ich vielleicht keinen guten Draht zu meiner Hausbank habe oder wenn ich vielleicht bei der NASPA bin und ich habe gerade nicht so einen guten Draht zu meinem Berater? Was würdet ihr denn dann empfehlen? Macht es Sinn, jetzt eine Hausbank zu wechseln oder wie gehe ich mit solchen Fällen um? Also ich sage mal, wenn man die aktuelle Flut an Anträgen sieht, die nicht nur bei uns vorherrscht, sondern auch bei anderen Banken, würde aus meiner oder aus unserer Sicht ein Hausbankwechsel im Moment überhaupt keinen Sinn machen. Ich rate dazu ganz klar, die Hausbank sollte das Unternehmen, was sie jetzt schon in den Büchern hat, was ihr Kunde ist, kennen, um dann auch das Gespräch zu führen. Und das ist aus meiner Sicht immer noch die beste Lösung dabei. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Habt ihr noch weitere Anmerkungen hier oder wollen wir mal in die Fragen verstärkt schon gehen? Ich würde gerne in die Fragen gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Fragen erstmal mal auch ein bisschen, dass die Zuhörer abgeholt werden. Weil das Gerne. Dann schließen wir direkt mal mit einer frechen los hier. Wie kann es sein, dass die KfW-Kredite zu 1% rausgeben sollen und die Banken dann teilweise 5-8% für diesen Kredit verlangen? Also wie schaut das aus? Was sind denn die Prozente, zu denen im Moment Geld verliehen wird? Man liest das ja dann immer auf den WeBank-Seiten. Was ist denn das, was dann tatsächlich beim Kunden ankommt für die prozentuale Rate? Also auf der Folie hier unten steht ja ein Bubble, der da heißt bonitätsabhängige Konditionen. Die Konditionen orientieren sich am Rating des jeweiligen Unternehmens vor der Krise. Was mir bis dato nicht bekannt ist, eine Kondition von 8% der KfW, meines Erachtens auch überhaupt nicht in deren Portfolio enthalten. Die Konditionen sind selbst in den schlechtesten Risikoklassen immer noch günstig. Okay, können wir nochmal vielleicht kurz erklären, was ist denn ein Rating und wie kommt das Rating zustande? Rating ist einfach eine Bonitätsnote eines Kunden. Also es wäre natürlich, sind wir wieder im Hausbankthema, wenn ein Kunde mit seiner Bank ein Jahresgespräch führt, ein Bilanzgespräch, dann wird meistens auch dieses Thema nochmal kurz angesprochen. Da sind natürlich klar die Dinge wie mein Jahresabschluss, wie wird er bewertet, daraus ergibt sich eine Note und natürlich an den Umsätzen, wie führe ich das Konto, wie komme ich mit meiner vorhandenen Kontokorrentlinie zum Beispiel klar, wie bin ich mit meinen Verpflichtungen, wie zahle ich meine Rechnungen, bin ich pünktlich, nicht pünktlich, all diese Themen, habe ich vielleicht auch Pfändungen zwischendurch mal. Daraus ergibt sich dann eine Note, eine Bonität, das sogenannte Rating, was dann immer zugrunde gelegt wird, auch jetzt für die KfW-Kredite gilt nicht ein Preis der KfW, sondern die Bonität des Kunden, was dann an die KfW übermittelt wird und daraus ergibt sich dann der Zinssatz, der Preis. Ist aber bei der KfW tatsächlich, wir sind im Moment zwischen 1-2,5% so in dieser Range, was jetzt im Moment die Zinssätze betrifft. Also ganz, ganz wichtig vielleicht nochmal der Betonung, wenn wir von dem Liquiditätshilfeprogramm der KfW reden, ist die Zinsrange von 1% bis 2,5, 2,6. Ich habe jetzt den genauen Endwert nicht im Kopf, aber 8% ist ganz weit außerhalb der Realität, was ein KfW-Programm angeht, aktuell. Das ist vielleicht, bezieht sich da die Frage auf eigene Produkte? Wenn es jetzt zum Beispiel ein Kreditinstitut ein eigenes Produkt anbietet und sagt, ich gebe dir Darlehen, gewerbliches Darlehen, Summe X, mit einer Laufzeit von 7 Jahren beispielsweise. Bei der KfW sind es ja nur 5. Könnte das, natürlich ist da die Differenz, aber das ist genau das Thema. Das KfW-Darlehen ist ja ein gefördertes Darlehen. Ja? Es ist ein öffentliches gefördertes Darlehen mit einer Haftungsfreistellung. Wenn eine Hausbank oder ein Kreditinstitut einem Kunden in dem Moment was anbietet, ist ja die Frage, nehme ich das oder nehme ich das nicht? Aber ich finde das schon mal gut, wenn eine Bank auch unabhängig von der Haftung dem Kunden was anbietet, um A, vielleicht aktuell die Liquiditätsthemen aufzugreifen und zu sagen, dann können wir die Zeit überbrücken, bis wir dann bei der KfW das platziert haben. Deswegen, ich persönlich empfinde das als richtigen Weg und da ist man schon auf jeden Fall bei der Bank, zumindest im Austausch, im Gespräch. Und so sollte das sein, dass man vielleicht einen ersten Schritt mit Spitzen auffangen und Brände löschen. Und dann zweiten Schritt, wie können wir das jetzt, weil nicht jeder hat ja die Unterlagen auch sofort parat.
also einen Liquiditätsplan und bitte ich mir diesen Überblick, bis ich dieses Termsheet mir geholt habe, bis ich das gemacht habe, da vergeht ja auch Zeit. Aber heute haben wir den 31. Und wenn im Normalfall ist ja auch so, die Miete muss jetzt gezahlt werden für die Gewerberäume, ein Teil vielleicht auch den Mitarbeitern. Deswegen, das ist ja wichtig, dass man auch liquide bleibt. Und je nachdem kann es eben sein, dass man da, dass es eben hier auch manchmal verwechselt wird, dann das KfW-Programm mit der mit vielleicht einem Produkt, einer Kreditlinie der Hausbank, die damit nichts zu tun hat. Ja. Aber nur das Gesamtpaket kann unter Umständen auch dem Kunden ja auch weiterhelfen. Deswegen, man muss bitte jetzt nicht wegen Rentabilität mit Liquidität verwechseln. Was ist denn, hier nochmal eine kurze Frage zu der Liquiditätsplanung. Wie lange soll man den Liquiditätsplan denn im Voraus erstellen? Im Hinblick jetzt auf die Antragstellung oder allgemein, weil wir hatten ja auch mal gesagt, weil es im Normalfall macht man ja die Liquiditätsplanung immer wieder, damit man weiß, wo stehe ich mit meinem Unternehmen. Also ich würde auch immer unabhängig von Corona sagen, jeder Unternehmer sollte eine Planung für sich machen. Würde ich auch so sagen. Detailliert ist natürlich jetzt besonders wichtig, damit man weiß, wann sind denn meine Mittel unter Umständen erschöpft. Jetzt ist es so, dass wir sagen, bis Jahresende 2020, weil alles Weitere ist, da wird die Glaskugel ja noch größer. Also da macht das wenig Sinn. Ja. Und wenn man dann sagt, ich mache aber für mich eine Umsatz- und Ertragsplanung, dann ab dem Jahr 2021, dann kann man sich vielleicht an den Umsätzen im Jahr 2019 grob orientieren und sagen, okay, dann hoffentlich kommen wir dann zu gewissen Normalität, dass dann mein Geschäftsmodell wieder ähnlich durchstartet mit ein paar Abschwächungen, aber so könnte das aussehen, aus unserer Sicht. Okay, super. Jetzt hier schreibt jemand, jetzt sieht es doch in der Praxis so aus, dass die Unternehmen gar nicht erst bis zur KfW kommen, da die Hausbanken schon vorher Absagen erteilen. In der Regel benötigen die Unternehmen einen Kredit, deren Zahlen aktuell nicht stimmen und diese werden alle von ihrer Hausbank abgewiesen. Was würdet ihr da sagen? Was ist, wenn man schon ein negatives Signal von der Hausbank jetzt bekommen hat bei einer Kreditprüfung? Also im Endeffekt haben wir die Frage jetzt oder den Darstellungsweg eben schon mal aufgezeigt. Im Endeffekt ist die Hausbank diejenige Bank, die die Prüfung der Kreditfähigkeit des Unternehmens übernimmt. So, und wir votieren das dann entsprechend. Wir geben ein Votum ab, eine Empfehlung und der folgt dann die KfW. Deswegen zum einen die Unterlagen, die notwendig sind, aber zum anderen auch der Punkt, der auf dieser Folie steht, was in Bezug auf geordnete wirtschaftliche Verhältnisse und andere Dinge maßgeblich ist. Mhm. Also wir als Nassauische Sparkasse, als Hausbank, treffen eine Entscheidung, ob KfW ja oder nein. Okay, und der Hinweis hier nochmal, dass ja Unternehmen gerade Kredite brauchen, deren Zahlen jetzt aufgrund von Corona nicht stimmen. Ihr betrachtet da dann den letzten Dezember und ein Unternehmen, was aber im letzten Dezember schon nicht richtig lief, das hätte auch im Dezember keinen Kredit bekommen und natürlich jetzt auch keinen Kredit bekommen. Genau. Gibt es Beschränkungen für die Kreditanstalt für Wiederaufbaukredite, wenn die Muttergesellschaft, Hauptgesellschaft in den USA sitzt? Also das würden wir dann gerne im Einzelfall prüfen. Okay. Ganz ehrlich, die Antwort spontan nicht möglich, weil hier dann gibt es vielfältige. Gibt es einen Gewinnabführungsvertrag? Gibt es einen Beherrschungsvertrag? Wie ist die Eigentümerstruktur? Das ist dann wirklich ein Einzelfallthema, was zu klären wäre. Mhm. Dann aber nochmal zu eben anknüpfen. Mein Problem ist, in meinem letzten Jahresabschluss gibt es eine Unterdeckung. Dennoch war ich bis vor Corona 2 Jahre durchgehend liquide. Aber meine Hausbank möchte trotzdem keinen KfW-Kredit beantragen. Was soll ich tun? Im Endeffekt kann ich auch hier wieder nur auf das verweisen, was auf den Folien eben gesagt wurde. Ja, das wird so sein, dass die Hausbank dann keinen KfW-Kredit beantragt, weil eben genau aus den geschilderten Gründen von eben sie nicht ins Obligo gehen kann, weil die KfW-Bedingungen ganz klar gewisse Parameter, die auch hier stehen, nochmal auf der Folie vorschreibt. Trotzdem, unabhängig jetzt mal von der KfW, rate ich dann auch hier dazu, nochmal das Gespräch mit der Hausbank zu führen, ob es gegebenenfalls eine Alternative gibt. Möglicherweise über eine Bürgschaftsbank, über eine WI-Bank
oder andere Möglichkeiten. Okay, da im Gespräch bleiben und nicht aufgeben, nur weil ein Kreditprogramm nicht funktioniert. Ja. Genau. Es könnte vielleicht ein anderes, was andere Vorgaben hat, dann passen. Habe ich das richtig verstanden, dass man in das Programm 2 kommt, wenn man Jahresabschluss bzw. Einnahmenüberschussrechnung für 2018 und eine BWA für 2019, wenn ich die beiden Sachen habe, also den Jahresabschluss 18 und die BWA 19, komme ich dann in das Programm 2, ich vermute mal der KfW? Da müssen 2 vollständige Jahresabschlüsse vorliegen, weil da befinden wir uns ja in dem zweiten Part, wo Unternehmen noch nicht 5 Jahre am Markt sind, aber es müssen 2 vollständige Jahresabschlüsse. Also es muss dann entweder 19 und 18 oder als 17, Abschluss. Genau, als Abschluss. Oder 17 und 18 und BWA 19. Mhm. Also die müssen schon fertig sein und schon vorliegen. Und wenn ich nur einen Jahresabschluss bisher habe, weil ich früher gegründet werde, dann sagt ihr, da fehlt eben im Moment, da ist noch eine Lücke, da gibt es noch keinen. Ersetzt die BWA das nicht. Nein. Und da gibt es auch im Moment noch kein gutes. Aktuell noch kein, genau. Aktuell. Und wie gesagt, zu diesen filigranen Themen, wie ich kann zum Beispiel bei der KfW das nicht abrufen, da komme ich nicht in das Kreditprogramm. Es ist klar, wir haben auch als Sparkasse, als Organisation auch viele Dinge natürlich nochmal rübergespielt und auch nochmal mitgeteilt. Auch da ist noch vieles in Arbeit. Es kann auch noch was kommen, aber zum aktuellen Zeitpunkt können wir da noch nichts anderes anbieten. Jetzt hattet ihr von an einer Stelle gesagt, man kann dann auch ansonsten nochmal einen zweiten Antrag stellen, einen Nachstellantrag. Wie schwierig ist das? Wie sieht sowas aus, ein Nachstellantrag, wenn man den Kredit im zweiten Schritt vielleicht vergrößern möchte? Praktische Erfahrung haben wir natürlich noch nicht damit. Aktuell läuft das System oder die technische Umsetzung läuft ja seit letztem Montag. Es ist im Moment noch nicht final mit allen Programmpunkten, die wir so anbieten oder die KfW kommuniziert, befüllt. Damit wird erst Mitte April tatsächlich auch technisch umgesetzt, was aber jetzt gar keine Krücke für uns ist, sondern wir sind ja mit dem Kunden und wollen das Ganze platzieren. Deswegen gibt es da auch Lösungen und so machen wir das. Und ich glaube, im zweiten Schritt, wir sind ja für unsere Kunden da. Wir wollen ja, wenn wir rausgehen, dass weiterhin Einzelhandel da ist, Gastronomie funktioniert und ob das jetzt dann einen zweiten Antrag berechtigt, dann ist das so. Dann werden wir den auch stellen. Ich sehe da jetzt klar, das ist ein Arbeitsaufwand für uns, aber das gehört dazu, das ist unser Job. Kein Problem. Also da. Und andersrum, wenn ich schon mal einen KfW-Kredit hatte, den ich bei der Gründung vor 2 Jahren erhalten habe, ist es möglich, den aufzustocken? Also diese Daten, ja, ich weiß, was ihr meint, da sind diese Gründungsdarlehen, die sind ja zweckgebunden, die sind ja wirklich dann für den Gründer zur Verfügung gestellt worden, um dann sein Geschäftsmodell zum Laufen zu bringen, sein Produkt zu testen oder zu finalisieren. Das kann nicht einfach ohne weiteres aufgestockt werden. Das ist ein losgelöstes Programm, das läuft nebenbei, aber alles, was jetzt ist, muss unter den neuen Rahmenbedingungen auch geprüft und dann beantragt und bewilligt werden. Liquiditätshilfe nichts zu tun. Das hat, genau. Ja. Gut, die könnten auch natürlich Liquiditätsthemen jetzt haben mit Corona. Wir können aber nicht auf die alten Programme zurückgreifen. Okay, verstanden. Hier nochmal die Rückfrage. Für die Bürgschaftsbank benötige ich ebenfalls 2 Jahresabschlüsse oder reicht 1 Jahresabschluss? Also das, was die Bürgschaftsbank uns mitgeteilt hatte, würde einer reichen, plus da, also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, 18er Abschluss, 19er BWA und eben ein Liquidplan. Damit würde ich mal rangehen. Okay, vielen Dank. Dann gibt es hier nochmal so ein bisschen Rückfragen mit 25%. Sprich, also das Beispiel ist, wir hatten 2019 einen Umsatz von 1,5 Millionen, stehen uns jetzt 25%, also 375.000 zu. Das ist die Frage. Ja,
Das ist halt. Weil, ja. Also eine andere Frage, die dazugehört, sind die Kriterien für die Summe der KfW so aufgebaut, dass der jeweils niedrigste Betrag Anwendung findet? Also beispielsweise der Liquiditätsbedarf ist zum Beispiel 25%, ist höher als diese 25% des Umsatzes bewilligt werden können, aber nur 25% des Umsatzes. Ich denke, das zielt darauf hin, dass die KfW-Programme vorsehen, dass man nur 25% eben des Umsatzes beantragen kann. Ja, es sind alles Orientierungsgrößen, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung geht, dass man für sich auch mal eine Planung hat. Aber wie gesagt, die 25% vom Jahresumsatz 2019 ist ja nur eine Aussage. Dann gibt es ja noch die zweite Aussage, wo liegen meine Lohnkosten im Jahr 2019? Mhm. Und eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wo liegt denn tatsächlich mein tatsächlicher Liquiditätsbedarf? Weil darum geht das. Ich stelle das ja nicht darauf ab und sage, was steht mir zu, was kriege ich, sondern wie steht im Moment mein Unternehmen da, was brauche ich? Das ergibt sich aus dem Liquiditätsplan. Genau, und das ist für uns eigentlich das viel Wichtige und nicht einfach die Stellschraube zu sagen, okay, 25% von dem Umsatz und das ist so die Größenordnung, die beantrage ich jetzt. Mhm, verstanden. Wie erfolgt denn die Auszahlung, wird hier gefragt? Nach Freiverfügung, Rechnung, wenn ich so einen Kredit bewilligt bekommen habe, wie erfolgt die Auszahlung? Also bis jetzt hatten wir noch keine Auszahlung, aber die sollen ja bald kommen. Nach dem 14.04. sollten die ersten Auszahlungen fließen. In den aktuellen Bedingungen, was ich gelesen habe, sollte die Verwendung tatsächlich die Auszahlung auf das Konto sein. Mehr ist damit nicht verbunden, dass man sagt, ich muss ja jetzt für jede Rechnung noch irgendwas vorlegen, was ich an Miete gezahlt habe, sondern die reine Auszahlung, das ist ja die sofortige Liquiditätshilfe, die dann aufs Konto kommt und dem Unternehmer zur Verfügung steht. Mhm. Kann aber, wie gesagt, in mehreren Tranchen ausgezahlt werden, dass man für sich sagt, okay, ich rufe erstmal mal für den Monat April das ab und schaue mir dann im Mai, weil wir haben ja erläutert, wenn noch was übrig ist in dem Abruftop, was ich nicht brauchen kann oder doch nicht verwenden möchte, weil ich sie auch irgendwann zurückzahlen muss, dann kann ich das kostenfrei innerhalb von diesen 6 Monaten ja auch wieder an die KfW zurückspielen. Hier eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Was ist, wenn das Unternehmen, das den Förderkredit bräuchte, die 10% selbst mitbringt? Also ihr habt ja eben das erklärt ausführlich, dass ihr eben einen Teil der Summe abdeckt. Was ist, wenn das Unternehmen diese 10% selbst auf den Tisch legt, zum Beispiel auf einen Investor? Oder wenn das Unternehmen, wenn eine Person dafür bürgt, ist dann diese strenge Bankprüfung überhaupt noch erforderlich? Also das ändert nichts an der Marktprüfung. Und die KfW hat uns genau diese Prüfung aufgegeben, die wir auch dann, wenn der 10%-Anteil eben nicht zum Tragen kommt, auch dann erfolgen muss. Weil die KfW prüft ja nicht. Die 90% müssen wir ja prüfen. Wir sind auch dafür dann im Obligo. Ja, okay. Das ist im Moment unsere Aufgabe. Wenn ihr das nochmal klarer stellen könntet, da gibt es nämlich auch eine Rückfrage. Was bedeutet es denn dann überhaupt, wenn die KfW 90% der Haftung übernimmt, wenn ihr trotzdem 100% der Haftung habt? Wenn ihr das nochmal in einem Kindergartenkind erklären müsstet. Ja, deswegen habe ich eben einen Moment gewartet. Also im Endeffekt ist es so, die KfW ist ja über die Politik an die Banken herangetreten, hat gesagt, wir übernehmen für einen Kredit von 100, übernehmen wir bis zu 90 die Haftung. Wenn gewisse Voraussetzungen, die Lilia vorhin sehr ausführlich geschildert hat, erfüllt sind. Das sind dann Themen wie gewisse Jahresabschlüsse sind vorhanden, die Kapitaldienstfähigkeit ist gewährleistet zum 31.12.2019, der Liquiditätsplan liegt vor. Und dann, und jetzt wird sehr banktechnisch, geht die Bank dafür in die Haftung, also wir, und sagen, liebe KfW, das ist erfüllt. Bitte gebt uns 90% gleich 90.000 Euro in diesem Beispiel an Haftung. Wenn jetzt dann in 1-2 Jahren uns mal jemand prüft, und das kommt immer wieder vor, und diese Angaben würden nicht der Richtigkeit entsprechen, dann würde eben diese Haftungsfreistellung, so nennt man das nun mal, von 90 wegfallen und wir wären für 100 voll im Risiko. Das war jetzt, wie gesagt, sehr banktechnisch, aber es macht es klarer. Ja. Anders ist es leider nicht erklärbar.
Und wenn aber jetzt der Kunde beispielsweise ausfällt bei dem Kredit und den Kredit nicht mehr zurückzahlen könnt, dann übernimmt die KfW 90% dieser Haftung und für die 10% ihr oder beziehungsweise falls ihr sie nicht übernehmen konntet als Bank, dann habt ihr wahrscheinlich eine Bürgschaft dafür angefordert. Ist das richtig? Nee, wir wären für 10% dann in der Haftung. Okay. Gibt es das überhaupt, dass Bürgschaften eingefordert werden für die 10%, die nicht von der KfW abgedeckt werden? Das gibt es, aber das ist im Einzelfall zu entscheiden. Okay, das heißt, wenn ich eine schlechte Bonität habe, wenn dann würdet ihr vielleicht sagen, okay, könntet noch ein Kredit sein, Unternehmen könnte noch einen Kredit haben, aber du müsstest für die 10% Differenz bürgen. Ja, aber bei der schlechten Bonität ist ja dann schon die Frage, passt der überhaupt in dieses KfW-Programm? Okay, verstanden. Das war ja das, was wir vorhin auch ansprachen. Was ist denn, meine Frage von mir, kann ich die KfW-Programme benutzen, um umzuschulden? Jetzt habe ich vielleicht einen Kredit, den ich vorher gemacht habe. Jetzt habe ich gedacht, Mann, ist ja super, jetzt sind die Raten ja viel besser geworden. Kann ich meinen Kredit, meinen Hausbankkredit vielleicht umschulden? Also dafür ist ja genau die Liquiditätsplanung da, um zu erkennen, wie hoch denn tatsächlich dein Liquiditätsbedarf ist unter Einbeziehung freier Kreditlinien, unter Einbeziehung anderer Komponenten, die ich vorhin schon ansprach. Nein, eine Umschuldung bestehender Kredite ist mit diesem Liquiditätshilfeprogramm nicht möglich. Okay. Dann nochmal hier ein Hinweis, dass Steuerstundungen sind Gelder, die aus Vorsichtsgründen nicht als Liquiditätsplus gerechnet werden sollten. Da würde ich jetzt sagen, doch, das ist genau ein Liquiditätsplus. Ich muss es nur eben an späterer Stelle als Liquiditätsminus wieder einplanen. Genau. Oder das ist eben, dafür ist dann ein monatlicher Liquiditätsplan eben auch da, um genau diese Position sowohl Best Case als auch Worst Case zu berücksichtigen. Dazu die gleiche Frage hier, wie plane ich denn in die Liquidität ein, dass ich ein Ausfallrisiko bei meinen Kunden habe für Zahlungen? Wie gehe ich damit um? Ja, ich habe ja jetzt schon ein Ausfallrisiko möglicherweise auch in meinen Preisen eingepreist, sprich in meinen Verkaufspreisen. Da ist ja auch so ein gewisses Ausfallrisiko irgendwo enthalten. Und da ist eine pauschale Aussage in keinster Weise möglich. Das muss jeder für sich entscheiden, abhängig davon, in welcher Branche er unterwegs ist und welche Erfahrung er in der Vergangenheit gemacht hat und jetzt möglicherweise in der Zukunft machen wird. Auch da sind wir ein Teil in der Glaskugel, aufgrund der Kunden, die er hat. Das heißt, eine unternehmerische Entscheidung, wie ich jede zu erwartende Zahlung bewerte, wie wahrscheinlich sie noch eingeht. Es gibt ja auch Forderungsabsicherungsinstrumente, wenn die vorhanden sind, greifen die ja dann auch. Das ist natürlich ganz klar, wie bei jeder anderen Umsatzvertragsplanung, wenn der Kunde mit Forderungen kalkuliert, dass er dann vielleicht auch ein gewisses Ausfallrisiko mit einpreist für sich. Jetzt kann er das ein Stück anpassen oder auch sagen, okay, für die Forderung liegt mir dann über meinen Faktor oder wen auch immer dann eine Rückdeckung. Deswegen, das ist eigentlich da auch bei den Forderungen, glaube ich, ist das recht einfach zu kalkulieren. So, Heimathafen ist auch wieder da, wie das immer so ist. Auch, Dominik. Bei Live-Geschichten, ja, die Teilnehmer auch, sehe ich, der größte Teil. Wir hatten kurz einen Rechner-Shutdown hier, aber gut, wir können ja mit Krisen umgehen, zumindest üben wir das gerade. Ich übernehme einfach direkt mal die Frage in der Moderation, wobei ich hier keine mehr eingeblendet bekomme. Sind Stundungen auch für betriebliche Darlehen möglich, war eine Frage. Ja. Ganz einfach, knapp, ja. Ja, ich weiß aus Gesprächen mit nicht beteiligten Dritten, dass das natürlich auch im Einzelgespräch mit der Hausbank besprochen werden kann, auch für Kredite, die jetzt direkt mit Corona erstmal nichts zu tun hatten. Anwesende ausgeschlossen. Das ist schön formuliert. Wirken sich Corona-bedingte Stundungen, wir müssen jetzt hier pauschal reingehen, wirken sich Corona-bedingte Stundungen negativ auf das Rating aus? Nein. Das geht ja schnell hier. Das wird separiert nachher von uns. Wir haben auch, alle Banken haben auch von der BaFin und von der EZB die Zusage, dass gewisse Erleichterungen in dem Zusammenhang erfolgen werden.
Okay, wunderbar. Dann, wir gehen jetzt einfach der Reihe nach durch. Wir haben jetzt aktuell noch 11 offene Fragen, aber das werden natürlich sekündlich mehr. Eine Frage ist, Banken haben einen Mindestbetrag an Gehaltsnetto bei Verbrauchern, um einen Kredit zu geben. Gibt es das auch bei Unternehmen? Die Frage ist jetzt ein bisschen schwierig. Bezieht sie sich auf das Gehalt, was sich ein Unternehmen... Nee, Kredit. Können wir die gerade nochmal mal kurz... Ja, die Frage hieß, anonym gestellt, Banken haben einen Mindestbetrag an Gehaltsnetto bei Verbrauchern, um einen Kredit zu geben. Gibt es das auch bei Unternehmen? Es gibt keine Pauschale, wo man sagt, bei dem Gewinn ergibt sich daraus dieser Kredit. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Nein. Dann gehe ich davon aus, es sei denn, dieser anonyme Zuschauer stellt die Frage nochmal so formuliert, dass der Aspekt deutlich ist. Ja. Okay, dann gab es nochmal eine Nachfrage zum klaren Verständnis. Sind parallele Anfragen zum Beispiel bei Bürgschaftsbank und der Hausbank machbar? Klar, ich würde es aber jedem davon abraten. Wenn man die Zeit hat und das parallel zweigleisig fährt, alles gut, es wird keiner abgelehnt, aber ich würde es immer bündeln, weil der Gründer oder der Unternehmer hat wenig Zeit und... Also ich wüsste jetzt nicht, warum man das doppelt beantragen sollte. Okay. Wunderbar. Es kann natürlich jetzt sein, übrigens, wenn wir Fragen durchgehen, dass die sich im Verlauf schon beantwortet hätten, dann stellen wir das einfach gemeinsam fest. Dass die Corona-Krise unsere Umsätze nun um 50% gefallen sind und im Herbst ein Kredit endfällig wird? Um den Kredit zu begleichen, bräuchten wir wohl ein neues Darlehen. Ist es möglich, dies mit einem KfW oder Wirtschafts- und Infrastrukturbank Corona-Kredit zu tun? Also man hat einen laufenden Kredit, der endfällig wird in der Zeit der Liquiditätsengpässe. Ist es möglich, den mit einem jetzigen Förder- oder Liquiditätshilfeprogramm zu bedienen? Also spontan würde ich Nein sagen. Ich würde es mir aber dann solche Dinge im Einzelfall angucken wollen. Weil das ist dann auch wieder abhängig von der Liquiditätsplanung, welche Möglichkeiten es daraus dann gibt. Spontan würde ich sagen, nee, es geht nicht. Dann würde ich sagen und vorschlagen, dass wir entweder 1:1 nochmal den Kontakt herstellen oder ihr am Ende nochmal Kontaktmöglichkeiten angebt, über die ihr präferiert, dass 1:1 Fragen reinkommen. Okay. Dann haben wir jetzt aktuell noch 8 offene Fragen. Was bedeutet die Einjahresausfallwahrscheinlichkeit und aufgrund welcher Eckpunkte wird sie bei einem Antragsteller berechnet? Da ist jemand sehr im Detail schon sehr verliebt. Sprich, Verweis ans 1:1 lösen oder wollt ihr das kurz hier beantworten? Ja, weil es wäre jetzt einfach zu komplex. Komplex. Ich glaube nicht, dass alle Teilnehmer das ist einfach nur bezogen wieder auf das Rating und natürlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist wie der Index bei der Krefo, steht ja auch immer die Ausfallwahrscheinlichkeit. Ein bisschen, das ist die Krücke, aber gerne Details dann unter vier Augen oder im Telefonat, aktuell Telefonat. Dann kommen wir zu einer sehr generellen Frage, die beantwortet ihr vielleicht lieber. Muss ich Sicherheiten zur Verfügung stellen? Aber da antwortet eine Bank ja eigentlich immer mit Nein drauf, Ironie aus. Danke, Dominik. Also die Frage hatte ich eben schon beantwortet. Ich sage mal, in aller Regel ist es so, dass der 10%-Anteil, wenn wir beim KfW-Kredit bleiben, verbürgt werden sollte. Aber auch da gehen wir hin und sagen, wir schauen uns den Einzelfall an. Ihr prüft aber trotzdem nicht nur die 10%, für die ihr bürgen müsstet oder für die ihr haften müsstet, sondern ihr prüft die 100%. Wir prüfen die 100%, das ist richtig. Aber jede Sicherheit, die wir für den 10%-Anteil reinnehmen, haftet total mit für den Anteil der KfW. Okay, danke. Dann sind aktuell noch 6 Fragen im Ticker. Die Zinsbindung vom vorhandenen Bankkredit läuft in den nächsten Monaten aus. Gleichzeitig ist das Konto jahreszeitbedingt im Dispo. Da steht jetzt keine Frage, aber die ist ein bisschen impliziert. Was tun? Ist das ein Problem? Ja, im Normalfall ein auslaufender Kredit wird ja dann geprüft, für was war die Anschaffung. War das jetzt die letzte Ballonrate oder kann man da jetzt neue Zinsbindung vereinbaren mit dem Kunden? Aber ausgeschlossen ist im Moment tatsächlich aktuell, und so wird es wahrscheinlich auch bleiben, dass man über die KfW, über diese Corona-Liquiditätsmittel Bestandsdarlehen ablöst.
dafür, für diesen Kredit muss man einfach normale hauseigene Lösung finden mit dem Kunden. Da steht ja wahrscheinlich die Frage dahinter, wie ein möglicher Folgekredit von den Konditionen aussieht und ob der dann besser oder schlechter als der laufende wird, beziehungsweise besser oder schlechter als der Dispo, wobei der sowohl beschränkt als auch erfahrungsgemäß sehr teuer ist. Also da ist jetzt eine pauschale Aussage nicht möglich, Dominik. Das ist dann eine Einzelfallthematik. Da würde ich immer raten, mit der Hausbank einfach ins Gespräch zu gehen. Okay. Gut, da kommen übrigens auch ein paar Lobeshymnen rein. Vielen Dank, das war sehr informativ, aber auch speziell an die Bankvertreter. Ein Gut an die Bank, sie können auch nur arbeiten und dann dauert es 1-2 Tage länger. Die wenigsten Bankleute haben gerade wenig zu tun. Ein Lob, auch das mal zwischendrin. Dankeschön. Gehen diese Liquiditätshilfen nur in der Höhe des Liquiditätsbedarfs oder kann ich mehr beantragen und dann einen Teil für eine Umschuldung nutzen? Den Teil hatten wir bereits beantwortet, dass Umschuldungen nicht möglich sind. Die jetzigen Konditionen sind ja meist besser als die bestehenden Darlehens- und Dispo-Konditionen. Klar. Aber die Antwort ist dann dementsprechend eigentlich nein. Genau. Also kann man mehr beantragen, als für den jetzigen Liquiditätsbedarf möglich ist? Nein. Relativ klar, auch mal schön. Und dann haben wir die letzte Frage, das war allerdings nur ein Zusatz zu einer anonymen Frage vorhin. Kann man die Zinsen und die Tilgung dafür mit als Liquiditätsbedarf einrechnen? In der Liquiditätsplanung sind ja meine Ausgaben, meine Kosten, die muss ich da ja auch berücksichtigen. Wenn mir meine Bank jetzt eine Tilgungsaussetzung gewährt hat, sprich gesagt hat, ich darf jetzt die nächsten 3 Monate die Tilgung für mein Darlehen weglassen, dann fällt es ja später an und der Zinsaufwand läuft aber weiterhin. Wenn ich jetzt eine Ratenaussetzung habe, wo Zins und Tilgung wegfällt, fängt es ja im November oder September oder August ja weiter wieder an. Deswegen, das ist ja wie die Miete, Personalkosten gehört das ja auch zu dem Geschäftsbetrieb, zu den laufenden Kosten, das muss dort sich widerspiegeln. Also es kann nicht nur angegeben werden, sondern muss in der Liquidität sein. Ja, es gehört dazu. Aber wenn ich meine Verbindlichkeiten nicht erfülle, dann ist eine Ausgabenposition. Habe ich andere Themen. Ja. Okay, danke. Und dann aktuell die letzte Frage, die hier noch als offen erscheint, gerne aber noch hinzufügen. Die Frage anders gestellt, gibt es eine Höhe bzw. Mindestbetrag, was das Unternehmen haben muss, um einen Kredit zu bekommen, Gewinn oder Umsatz, der vorzuweisen ist? Nein, ist mir nicht bekannt. Nein. Es gibt keine Mindestgrenzen. Darauf zielt wahrscheinlich die Frage, dass man sagt, wenn ich jetzt nur 10.000 in Anführungsstrichen brauche, dass es dann nicht möglich ist. Wahrscheinlich keine absoluten Mindestgrenzen. Natürlich im Rahmen der Risikoprüfung das, was eben sonst auch zu Rate gezogen wird. Mhm. Ja. Okay, dann verständigen wir uns kurz per Blickkontakt hier direkt in unserem Hauptstadtstudio. Christian, hast du noch Fragen, die reinkommen? Ja. Ansonsten würden wir noch mal kurz die Folien weiterschalten. Da gibt es nämlich noch ein paar zusätzliche Infos. In der Zeit auch noch mal die Möglichkeit, Fragen reinzuschreiben, wenn die sich jetzt parallel ergeben haben. Christian, das wäre vor allem dein Job, sehe ich das richtig? Nee, du musst die auch mal bei dir arbeiten. Ja. Einmal freuen wir uns natürlich über Feedbacks, ob das Ganze gut oder nicht gut war. Wir werden allen Teilnehmern auch im Nachgang zum Webinar eine E-Mail schicken, wo nochmal ein paar Links drin sind, zum Beispiel auch zu der Aufzeichnung des Webinars, aber auch mit einem Umfragelink, weil wir natürlich auch nur akut in der Krise handeln und gerne dazulernen wollen. Daher gerne Feedback. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch andere Themen, die wir für euch aufbereiten. Und ich gehe auch mal davon aus, ich lehne mich einfach aus dem Fenster beziehungsweise über etwas Druck hier auf die anwesende Bank aus. Normalerweise machen die das andersrum, also nutze ich jetzt die Machtposition. Es gab die Überlegung, ob wir das auch wiederholen und ausbauen. Ich glaube auch, dass das Thema der Liquiditätshilfen eins ist, was noch so richtig Zug aufnehmen wird. Bis gestern kamen überhaupt erst die Anträge für die Soforthilfen. Natürlich nimmt man lieber geschenktes Geld.
als Geld, das man zurückzahlen muss. Das heißt, unser Wunsch ist auch, das nochmal fortzuführen, beziehungsweise vielleicht auch am Donnerstag in den Donnerstalk einzubauen, den wir als Event, also E-Vent, als elektrisches Event anbieten werden, aber natürlich auch mit der heißen Nadel gestrickt. Ansonsten vielleicht der Hinweis, dass wir einen Corona-Reader erstellt haben, wo eigentlich die meisten Infos, auch konkrete Vorlagen mit drin sind, findet man auf unserer Website, also heimathafen-wiesbaden.de/corona-hilfen. Da findet man sehr, sehr viele Unterlagen, findet auch die folgenden Webinar-Termine. Wir schreiben den Link auch gleich nochmal in den Chat und man findet auch den Link zu diesem Reader, den wir erstellt haben. Ansonsten, Christian, sind nochmal Fragen reingekommen oder nicht? Und dann nur den Hinweis, Heimathafen ist natürlich auch akut betroffen. Wir haben auch gestern unseren Soforthilfeantrag eingereicht. Wir versuchen mit einer Hand sozusagen unseren eigenen Laden in die stabile Seitenlage zu bringen und mit der anderen Hand noch irgendwie draußen in der Welt auch anderen zu helfen und unsere Kernkompetenzen in den Ring zu werfen. Und eine davon ist, Wissen zu kuratieren und Wissenstausch, Wissensaustausch zu ermöglichen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, freiwillige Beiträge anzunehmen. Das geht am leichtesten über PayPal unter paypal.com. Jetzt muss ich natürlich sicherstellen, dass ich auch das Richtige sage. paypal.me/heimathafen. Da dürfen gerne freiwillige Beiträge uns übergeben werden. Aber wir versuchen es auch ohne. Also paypal.me/heimathafen. Da dürft ihr gerne eure unendliche Dankbarkeit beziffern. Ansonsten vielen, vielen Dank an Lilia Donhauser und Thomas Vogt von der NASPA. Ich fand das jetzt einen sehr gelungenen Durchgang, besonders dafür, dass er so heiß gestrickt und in Echtzeit ist. Ich fand es eine gute Mischung aus konkreten und zum Teil auch harten Infos, trotzdem auch mit einem persönlichen Gesicht und Sympathie dahinter. Würdet ihr noch mal kurz was dazu sagen, wie man jetzt bei Einzelfragen euch erreicht? Ansonsten schicken wir die Info auch zusätzlich noch mal per E-Mail an alle Teilnehmer rum. Die einzelnen Fragen können direkt bitte an mich auch weitergeleitet werden. Vielleicht blendest du nochmal meine Kontaktdaten ein. Die hast du ja und ich kann nicht versprechen, das sofort heute zu beantworten, aber ich werde ganz bestimmt mich kurzfristig um alle Anfragen kümmern. Wunderbar. Einblenden kann ich die jetzt nicht. Die habe ich jetzt nicht in der Präsentation bereit liegen. Aber man findet dich auch, wenn man googelt. Bestimmt. Lilia Donhauser, NASPA Wiesbaden. Findet man das tatsächlich. Ansonsten schicken wir es an alle Teilnehmer rum. Wir hatten knapp 55 Teilnehmer. Vielen Dank für die Zeit. Wir hoffen, ihr hattet da wertvolle, hilfreiche Infos draus. Wir machen weiter mit der Reihe Corona Classes und am Donnerstag ist, wie gesagt, Donnerstalk auch zum Thema eigentlich akute Maßnahmen gegen Corona und für die eigene Zukunftsfähigkeit. Neben einer Zusammenfassung von allen Hilfen, die wir jetzt schon hatten, zu Soforthilfen, zu Kurzarbeitergeld und so weiter und so fort, wird es auch einen kleinen Input geben zu der Frage, wie kann ich in der Krise auch mein eigenes Geschäftsmodell weiterentwickeln, anpassen, digitalisieren, innovieren, sodass wir eigentlich im besten Fall an Tag 1 nach Corona besser dastehen als vor Corona. So zumindest das Ziel. Das ist dann am Donnerstag um 19 Uhr als Online-Event. Den Link findet ihr dann bei Facebook auf unserer Website oder unter livestream.watch. Und damit sagen wir Danke. Eigentlich vor allem an den Herrn, der mir jetzt gegenüber sitzt, weil sein Computer gecrashed ist. Wir machen das einfach hier so. Christian, vielen Dank. Jenaspa, vielen Dank an die IHK. Danke in die Runde. Bleibt gesund, alle. Wir hoffen, wir können helfen. Ja, bis dahin. Tschüss.